Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Rome Total War mit den Bruti. Wir machen weiter und ich frage mich gerade, haben wir hier vielleicht noch irgendwo Geld, dass ich wenigstens da noch eine Einheit rekrutieren kann? Die werden halt verstärkt. Die Farmgemeinschaften heißen nur 600. Ist nicht sehr viel. Die Bauerneinheit bringt jetzt auch nicht sehr viel Geld. Wie viel kostet denn das hier in Larissa was zu rekrutieren? Ich sag mal so, so eine Bogenschützeneinheit wäre natürlich schon auch wieder ziemlich angenehm. Die ist aber nicht so billig. Oh, oder so eine Balliste. Fernkampfmunition ist effektiver. Langstrecken-Fernkampfwaffen können Brandpfeile benutzen, können sich nicht verstecken. Machen wir doch mal so eine Balliste. Einverstanden. Okay, belagern wir weiter. Da kriegen wir ja bald auch nochmal Verstärkung. Hier kann ich mich nicht mehr bewegen, deswegen auf in die nächste Runde. Die Julier wollen sich zur Schlachtbank führen lassen gegen die Gallier und verlieren. Welche Überraschung. So, die Makedonen kommen mit einem Diplomaten, wollen aber scheinbar nichts verhandeln. Sie positionieren nur irgendwie ihre Armeen neu, alles klar. Die Großoffensive Karthagos hat scheinbar gestartet, okay. Reden wir ganz sachlich. Oh, die Gallier wollen endlich nach Ewigkeiten einen Waffenstillstand. Und die geben uns sogar 1520 Denare. Einverstanden. Das brauche ich nicht rumverhandeln. Habt Dank. Nehmen wir an. So, Handelsrechte, Karteninfos, Karteninfos. Ein äußerst großzügiger Vorschlag. Ausgezeichnet. Dann sehen wir endlich mal, wo die Gallier sind. Und das gibt's ja gar nicht, dass ich den Tag noch erlebe, dass Norditalien endlich von den Galliern gesichert wurde durch uns. Rom und Italien ist geschützt. Das dank unseres Zutuns. Sehr schön. So, hier brauchen wir nochmal eine Einheit. Die Fortbildung wird wahrscheinlich nicht rechtzeitig geschehen. Hier kann ich noch zwei Einheiten mir holen. Aber da kommt halt dann jetzt gleich ein Gegner nach Korinth. Ich weiß nicht, wie lange Korinth standhalten kann. Aber theoretisch mit unseren Mauern müssten wir eigentlich standhalten können. Und dann brauche ich jetzt noch nicht die Söldner. Dann hole ich mir die später und spare ein bisschen noch an Geld. Hol mir hier noch eine Einheit. Wir haben hier... Doch, wir haben eine Kavallerie. Aber eine zweite Kavallerie ist nicht so schlecht. Und danach nochmal später Bogenschützen. Ja. So, in Larissa wird noch was gebaut. Korinth brauchen wir erstmal nicht. Waffenstillstand mit Gallien und Bruti erklärt. Und Cassius Brutus hat geheiratet. Spanier und Griechen sind im Krieg mit dem Senat. Scipio auch und Julia auch. Gut, so, ich würde sagen, wir wagen es jetzt einfach mal hier anzugreifen. Ich glaube, das können wir sogar auch automatisch machen. Ja, ein klarer Sieg. Wir haben dem Gegner viele Verluste zugefügt. Er uns nicht ganz so viele. Ich überlege gerade, fassen wir mal was noch zusammen. So. Holen wir uns vielleicht noch die eine Einheit hier. Und dann belagern wir hier. Zack. Da ist zwar wieder eine Makedonarmee, aber das kriegen wir hin. Sehr schön. Ah ja, wir haben jetzt hier nochmal ein paar frische Truppen. Schicke ich doch mal die Truppen direkt als Verstärkung dorthin. Genau wie die Kavallerie. So. Einverstanden, einverstanden. Dann können wir eigentlich noch ein paar Truppen in den Osten schicken. Die lasse ich mal hier, die da nehmen wir mal mit. Warte mal, wir haben hier auch noch einen, den ich als General theoretisch mitschicken könnte. Der hat zwei auf Kommando. Ja, wieso nicht? Du darfst auch eine kleine Armee jetzt versuchen, da anzuführen. Ich hoffe, die Gallier greifen jetzt nicht gleich wieder an. Jetzt, wo gerade Waffenstillstand herrscht. Einverstanden. Gut. Das kriegen wir alles in den Griff. Ja, die Griechen machen uns jetzt hier ein bisschen Schwierigkeiten. Aber wenn wir hier eine Armee aufbauen, können wir die eigentlich dann da erledigen. So, wir haben jetzt nur noch zwei Runden Zeit, um eine Hafenblockade zu machen. Das schaffen wir nicht mehr rechtzeitig, leider.
Wir bräuchten nämlich knapp länger. Ja. Deswegen ziehen wir uns zurück und werden unsere Flotte bei Gelegenheit weiter ausbilden. Was baue ich denn hier unten? Der Hauptstraße mal. Forum. Öffentliche Bäder. Bonus für Bevölkerungswachstum pro Zug für Gesundheit. Ja, öffentliche Bäder sorgt auch mehr für mehr öffentliche Ordnung. Das ist grundsätzlich eine gute Sache. Ich hätte aber auch gern mehr Geld. Da haben wir jetzt hier gerade nichts mehr, was wir bauen können. Was uns mehr Geld bringen würde. Ah, doch, hier schon mal. Einverstanden. Ja dann. Nächste Runde, auf geht's. Dann geht's mal weiter. Wollen die Makedonen jetzt auch Frieden? Schluss. Tatsächlich wollen die auch Frieden, aber wir belagern sie gerade. Wir sind halt gerade auf dem Vormarsch. Gegenangebot. Angeblich ist das schon sehr fordernd. Ich möchte die Region, die ich gerade belagere, haben. Und die haben auch gar nicht mehr sehr viel. Drei Stück hier, das ist, glaube ich... Ist das die Apollonia? Nein. Salona war es, genau. Ja. Und dann gibt es auch noch Handelsrechte von uns. Das müssen wir leider ablehnen. Dann wird weiter Krieg geführt. Makedon. Jetzt reicht's mir nämlich. Jetzt haben wir Frieden mit den Galliern. Hoffe ich mal, dass dieser Frieden länger besteht. Das ist ja nie sicher. Unsere Flotte wird angegriffen. Oh, jetzt werden wir hier angegriffen und ich kann nicht fliehen. Klare Niederlage und wir haben nur noch vier Schiffe übrig, verdammt. Vier Schiffe. Flotte bereit. Ärgerlich. Wir hatten mal sechs Stück. Das ist diese Flotte, die wir aufgebaut haben, schon wieder. Zack. Sehr teuer und weg, mehr oder weniger. Ah, die Griechen haben hier gar nicht direkt angegriffen und belagert. Dann bauen wir hier noch eine Einheit. Hier werden ja noch Truppen gebaut. Bauen wir mal einen Schrein der Juno in Larissa. Perfekt. Können wir in Korinth noch etwas Sinnvolles bauen? Ist alles viel zu teuer. Achso, was mir gerade einfällt, ich habe hier völlig vergessen, glaube ich, noch Sachen auszubauen, oder? Was ich noch bauen möchte. Hätte ich das am Anfang machen müssen? Nee, ich kann doch immer noch einen zweiten Belagerungsturm machen. Tunnelbau. Ich glaube, Tunnelbau ist gar nicht mal so sinnvoll. Wir bauen einfach noch mehr von den Belagerungstürmen. Zwei reichen eigentlich. Wir belagern einfach mal noch eine Zeit lang weiter. Das ist völlig in Ordnung, denke ich, und sinnvoll. Und in Groton haben wir immer noch nur einige normale Truppen. Okay. Hier haben wir noch eine frühe Legionärskohorte, aber die lasse ich einfach mal in der Hauptstadt bei uns stehen. So, hier verbinden wir mal kurz unsere Truppen, dass wir mit einer weiteren Armee so ein bisschen als Verstärkung in den Südosten marschieren. Das wäre super, dass wir das machen können. Deswegen marschieren wir da mal runter. So, und jetzt ist es eigentlich wieder eine relativ schwache Makedonenarmee. Deswegen denke ich, das ist wieder eine Sache, die müssen wir, glaube ich, gar nicht als Schlacht spielen, sondern die können wir auch einfach angreifen. Ja, klarer Sieg. Und das ist eine Siedlung Salona. Da haben wir eine ganz gute Meinung, oder die haben eine gute Meinung über uns. So, ich verbinde mal ein paar Truppen. Sehr schön. Was haben wir denn hier noch für? Haben wir noch irgendwelche Werfer außer die hier? Ich glaube nicht. Das sind andere Werfer. Die werde ich mal verbinden. Ah, doch, hier. So, die verbinden wir. Und die verbinden wir. Einverstanden. So. Oh, das müssen wir alles reparieren. Wieso wurde denn das jetzt alles beschädigt, bitte? Was soll denn das? Alles beschädigt einfach. Unfassbar. Nun gut. Waffenstillstand erklärt. Wie erwartet. Agent. Ja. Wir haben auch schon wieder kein Geld. Aber das Wichtige ist, dass wir hier noch Truppen ausbilden. Dann warten wir hier auch noch ein bisschen. Solange die hier keine Armee plötzlich rausbekommen. Meint ihr, die greifen mich jetzt einfach an? Diese Armee? Vielleicht sollte ich dann doch... Ah, jetzt habe ich kein Geld mehr. Das speichern wir mal kurz ab. Weil ich kann das nicht einschätzen, ob die uns angreifen. Ich hoffe mal nicht direkt. Gehen wir in die nächste Runde. Sardinien wurde gehalten von den Juliern. War da nicht eine karthagische Armee, die angegriffen hatte?
So, was machen denn die Skythen bei uns? Werter Freund. Bündnis, Handelsrecht und Karteninformation. Oh, die sind aber mit sehr vielen Leuten im Krieg. Da mache ich mal ein Gegenangebot. Ich will kein Bündnis. Karteninformation auch nicht. Handelsrechte aber können wir gerne machen. Wenn ihr uns dafür ein bisschen Geld gebt. 500? Werter Freund. Oh, die zahlen uns Geld für das Bündnis. Dann machen wir das. Habt Dank. Das Bündnis, ja. Hoffen wir mal, das ist jetzt kein Fehler gewesen mit diesem Bündnis. Hoffen wir mal. So, aber die... Wo sind die Griechen jetzt hin? Hat die griechische Armee sich gerade einfach aufgelöst? Hat sich das Problem gerade von selbst erledigt? Und hier ist übrigens die nächste Makedonen-Armee, die uns leider hier wieder angreifen könnte, was mich ein kleines bisschen beunruhigt. Ich überlege gerade, ob ich den Norden einfach verstärke mit meinen frischen Truppen, die ich hier habe. Die würden aber auch nicht direkt rechtzeitig kommen. Was? Ja, wir müssen theoretisch echt eine Kanalisation bauen. Die Steinmauern dauern sehr lange. Bauen wir noch eine Einheit Bogenschützen. Hier noch eine Einheit Legionäre. Und hier hole ich jetzt auf jeden Fall noch meine Söldnereinheiten. Das ist, denke ich, sinnvoll. So, dann könnten wir gleich hier ein paar Truppen noch in den Süden schicken und angreifen vielleicht. Dass wir das mit genügend Masse schaffen müssten. Ah ja, die haben sich hier wieder zurückgezogen. Salona ist erstmal abgesichert. Da kommt unsere Verstärkungstruppe. Die schicken wir weiter vor. So, dann lassen wir mal eine Stadtwache irgendwie zurück dann. Es sind schon wieder ein Patavium los, Freunde. Patavium. Da brauche ich wieder eine Einheit. Römische Kavallerie. Ich mache ja hier mal so eine Mischung aus. Kavallerie. Mach mal hier lieber Legionäre, ja. Was bauen wir denn hier? Eine Arena vielleicht? Gladiatorenspiele oder ein Forum? Bringt Handelseinnahmen, aber hält auch keine öffentliche Ordnung. Mehr Akademie? Ich glaube, öffentliche Bäder bauen wir mal in Patavium als nächstes noch. Auch gerade kein Bevölkerungswachstum. Ja, ist zu teuer. Ich kann aber noch ein paar Truppen nach Osten schicken. In den Osten schicken. Machen wir mal eine Stadtwache. Bringt irgendwie auch noch nichts. Noch eine Stadtwache. 70%. Jetzt sind wir hier bei 90. Jetzt haben wir hier aber bald keine Armee mehr. Deswegen ein wenig schwierig. Und wir haben auch nur niedrige Steuern. Farmgemeinschaft könnten wir hier noch bauen. Oder hier auch nochmal öffentliche Bäder. Baue hier mal die Farmgemeinschaft. So, hier können wir uns wahrscheinlich nichts mehr leisten. Das war ja wieder klar. Okay. Dann könnten wir jetzt nochmal probieren. Ansehen beim Volk steigt. Und beim Senat. Obwohl die Senatsmission gescheitert ist. Oh, folgende Seiten haben ihre Bündnisse gebrochen. Thrakien und Britannien. Weil wir jetzt das Bündnis mit den Skythen haben. Unangenehm. Aber gut. Wir haben uns eigentlich bis jetzt die Gallier noch gar nicht genauer angeguckt. Dort, hier ist eine Siedlung. Dort, auch eine gallische Siedlung. Was ist das hier? Die Briten. Und die Germanen. Also 1, 2, 3, 4, 5 Siedlungen haben die Gallier noch. Ich habe eigentlich meinen... Wieso habe ich meinen Diplomat hier eigentlich völlig vergessen? In Spanien. Den schicken wir mal bitte wieder zurück. Ja, das ist hier der Weg blockiert. Mitkommen. So, jetzt ist die Frage, werden die eigentlich hier ausgehungert, auch je länger wir warten? Noch 6 Runden. Weiß ich nicht, warten wir jetzt noch eine Runde? Wie gesagt, die Makedonen könnten jederzeit auch kommen. Ich bräuchte eigentlich schon die Truppen. Ich bin mir nicht sicher, ob das automatisch schon möglich ist, zu gewinnen mit dem, was wir hier haben. Korinth wird gleich richtig sauer werden, das kann ich euch versprechen. Obwohl die Steuern auf niedrig sind. So, jetzt greifen wir mal an. Ja, das ist aber ein klarer Sieg. So, Sparta hasst uns. Tja, gleich auslöschen. Ne, ich glaube, wir versklaven. Ah, gerade so, uiuiui. Dass die Meinung steigt. Ich muss schon mal wieder ein paar Truppen in den Norden schicken. Jetzt ist... Ja, okay. So oder so, jetzt ist es hier ein bisschen knifflig.
Oh mein Gott, ich kann hier einfach eine Prätorianergarde machen, aber die dauert 2 Runden wahrscheinlich, oder? Wow. Prätorianergarde. Richtig stark. Unsere Elite-Einheiten. Das gefällt mir. Sehr gut. So, und die Einheit verbessern wir mal. Jetzt haben wir das hier mal knapp unter Kontrolle. Salona wächst. Ah, da können wir den Statthalterpalast bauen. Einen neuen Kaufmann haben wir durch die Eroberung erhalten. Beschaffe Waren. So, wie viel... Scheint ganz gutes Geld dadurch zu verdienen. Militärtribun. Okay. So, aber die Griechen existieren noch, oder? Das ist aber eine Rebellensiedlung. Ach, dann haben die Griechen hier noch irgendwo Land. Ja, Rhodos. Das sind Rebellen hier drüben und Seleukiden. Die haben nur noch in Rhodos ihre Insel, die Griechen. Oh, da könnte man mit gestärkter Flotte dann bei Gelegenheit mal hin. Was haben denn die für Schiffe hier? Eine Triere, die ist schon ziemlich stark. So. Perfekt. Will der bei uns landen, der Karthager? Ganz im Ernst, wir haben keinen Krieg mit dir. Bitte nicht. Hier sind wieder zwei Trier-Piratenschiffe und die sind sehr stark. Wobei das eine ist geschwächt. Ich werde mich ihm jetzt mal hier in den Weg stellen. In der Hoffnung, dass das was bringt, dass Karthago dann da links nach Sizilien geht und nicht zu uns. So. Wir sind beide gleich viel im Unterhalt. Da machen wir noch eine Stadtwache hier. Die sind schon wieder ein bisschen sauer. Okay. Wie gesagt, ich komme ja eh nicht... Nächste Runde. Wir schauen genau, was Karthago machen wird. Ja, ich habe jetzt nichts gesehen von Karthago. Hier laufen die Spanier herum. Die Thraker wollen uns wieder vertreiben. Schauen, ob sie es schaffen. Ja, sie haben meinen Kaufmann erfolgreich getötet. Wir werden angegriffen. Knapper Sieg. Haben nur noch 2 Schiffe übrig. Das ist aber unfair. So, wo sind die Karthager mit dieser Riesenarmee hin? Oh mein Gott, die könnten hier überall landen und wir wissen nicht. Das ist eine kampfstarke Armee. Keine gute Flotte. Die könnten wir beziehen, die Flotte. Aber wir sind nicht im Krieg mit den Karthagern. Wollen die vielleicht Rom erobern? Das wäre so krass, wenn das Karthago schaffen würde. Sind bereit. Aber unsere Flotte ist leider sehr geschwächt. Die muss ich jetzt erstmal wieder rehabilitieren. Wieso ist in Tarentum eigentlich auch gerade so viel Ärger? Und wir verdienen gerade auch richtig Geld, sehe ich. Das ist schön. Das heißt, wir bräuchten hier vielleicht auch mal öffentliche Bäder. Eine Hauptstraße. Oder ein Forum. Großen Tempel, das ist vielleicht besser. Hafenblockade sollen wir machen in Apollonia. Ja, das kriegen wir noch hin. Warte mal, dann machen wir es anders. Dann brechen wir das mal hier ab. Und machen das jetzt hier. So. Perfekt, diese neue Mission. Was kriegen wir denn für diese Mission? Der Dank des Senates, naja. Wo wir mal über Senatsposten erhalten. Pontifex Maximus. Quästor, Ädil, Konsul. Sehr schön. Julia und Gallia haben wieder auf den Stillstand erklärt. Bis jetzt sehe ich auch keine gallische Armee mehr bei uns. Was sehr gut ist. Aber im Patavium läuft es auch wieder so halb so gut. Da rekrutieren wir nochmal ein bisschen was. So. Ah, hier können wir endlich diese Mine bauen, die so teuer ist. So, jetzt haben wir hier wieder eine Verstärkungstruppe. Leider kann ich meine Truppen hier gerade nicht verbessern. Das ist ein bisschen unangenehm. Ich bräuchte in Salona auch noch ein paar Truppen, die dann hier übrig bleiben. Vielleicht eine Stadtwache noch. So, den Rest hier haben wir... Schauen wir mal, wie stark wir das unter Kontrolle haben. Ja, perfekt. Bauern weg damit. Ohne Kanalisation wäre wichtig. Und wir reparieren hier mal ein bisschen was. So, hier können wir gerade leider nichts reparieren oder bauen. Ah doch, da ist ja wieder diese griechische Armee. Aus dem Nichts wiedergekommen. Aber die kann ja erstmal nur belagern und dann haben wir noch Zeit, um zu reagieren. Was ja toll ist. So. War jetzt hier noch irgendwas? Ja, der Kaufmann hatte Glück. Wir leider in der Hinsicht Pech. Aber wir verdienen gerade auch ganz gutes Geld. Ich bin zufrieden. Oh, nur der öffentliche Aufruhr ist etwas kritisch.
Ach, ich nutze meinen Spion gar nicht. Das ist vollkommen richtig. Schicken wir den mal hier in den Osten. Edler Meister. Diplomat darf auch wieder weiterlaufen. Und dann gehen wir nochmal in die nächste Runde, würde ich sagen. So, wo landet jetzt Karthago mit seiner riesigen Armee, frage ich mich. Ich habe jetzt nichts gesehen direkt. Oh, die Griechen wollen bestimmt Frieden haben, oder? Frieden ja ganz sachlich. Sie geben uns sogar 3000 Gold. Ja, die Frage ist, wollen wir mehr Gold verlangen, aber dann lehnen sie es vielleicht wieder ab. 3000 ist nicht schlecht. Und aktuell können wir sowieso nicht sofort nach Rhodos. Ja, doch. Habt Dank. Machen wir gleich noch Handelsrechte. Warte mal, Region. Ich kann gar keine Region abtreten, weil die haben nur noch Rhodos. Okay, da muss ich auch keine Karteninfos bekommen. Wie viel Geld haben sie denn noch? Würdet ihr erwägen... Ihre Forderung. Gegenangebot, nur Handelsrechte. Ein äußerst großzügiger Vorschlag. Jetzt verdiene ich schon wieder weniger. Von 9000 auf plus 5000 ist das wieder... Oh nein, in Tarentum gibt es wieder eine Seuche. Wir bauen doch gerade hier öffentliche Bäder. Was soll denn das? Der Tod geht um. Ja, das ist natürlich wieder unschön. Julia und Gallia sind wieder miteinander im Krieg. Ping-Pong-Spiel hier. So, wir müssen jetzt hier noch diesen Hafen... das war der, ne? Apollonia, ja. Den Hafen belagern. Oh, warte mal. Ist da eine Armee drin? Ne, ist ein einzelnes Schiff. Jetzt ist hier die karthagische Flotte. Flotte bereit! Eine Pyreme, da könnten wir vernichten. Aber ich weiß nicht, was die Karthager wollen. Wo sie vor allem hinwollen. Mit wem ist Karthago im Krieg? Mir fehlen Informationen. Ich könnte diese Armee einfach vernichten. Aber dann wäre ich im Krieg mit Karthago. Und das... Ich will eigentlich nicht unbedingt eine neue Front aufmachen und etablieren. So, wir bilden hier mal die Truppen noch fort. Dann beginnen wir hier mal wieder Truppen zu rekrutieren, bitte. Oh, hier können wir sogar Trierieren schon bauen. Ah ja, sehr gut. So. Die Legionärskavallerie dauert 2 Runden. Das dauert mir fast zu lang, deswegen würde ich fast noch eine Bogenschützeneinheit hier rekrutieren. Und dann eine Hauptstraße vielleicht mal hier. Hier gibt es noch nicht mal Pflasterstraßen, das ist eigentlich traurig. Okay. Haben wir gemanagt. So, dann schauen wir doch mal, mit welcher Armee wir jetzt hier gleich weiter marschieren werden. Ich habe 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe Platz für 11 Einheiten. Ist die Frage. Also 1, 2, 3, 4, 5. Die kommen auf jeden Fall mal mit. Wobei, wer von denen ist der bessere General? Wahrscheinlich Kommando 10. Dann tauschen wir doch, glaube ich, die Statthalter mal aus, oder? Der kann halt nicht gut statthalten, aber... Du bleibst erstmal in Salona. So, 3, 4, 5, 6 Stück fehlen noch. Das sind halt immer auch so teuer. 6 Stück. Oh, machen wir doch die 3 hier. 4, 5. Und 6. Na, schau mal, Salona steht noch. Wir können sogar noch mehr Steuern verlangen. Das gefällt mir. Und wir bauen hier noch eine Pflasterstraße rein. Stadtwache. Und dann marschieren wir weiter. Mit dieser etwas geschwächten Armee. Können sich die Makedonen die Armeen überhaupt geldtechnisch noch leisten? Das wundert mich ein bisschen. Vielleicht haben die aber auch mal irgendwann sehr viel Geld angesammelt. Was machen eigentlich die Scipionen hier bei den Julian? Das ist für mich eine noch offene Frage. Aber gut. Gut, gut, gut. Also diese karthagische Sache müssen wir noch entscheiden. Da muss ich mal gucken. Da werde ich mir mal Gedanken machen. Wir müssen jetzt schauen. Ich warte mal, bis die Prätorianer-Armee da ist. In der nächsten Runde marschieren wir mal mit Truppen wieder Richtung Norden, weil dann könnten wir versuchen, die restlichen makedonischen Gebiete zu erobern. Wer ist hier? Hier sind Rebellen. Oh ja. Von den Rebellen könnte man natürlich auch noch Sachen erobern. Ach, schau mal, hier ist eine kleine Dreier-Griechen-Armee. Wo auch immer die hin möchte. Ja, was ist jetzt eigentlich? Wir sind ja noch... Vielleicht greifen die uns trotzdem an, obwohl wir wieder Waffenstillstand haben. Habe ich nichts dagegen. Die kleine Armee kriege ich erledigt.
Okay. Nun gut, meine Freunde, dann war es das mit dieser Folge. Sparta gehört uns Brutii, genauso wie Korinth. Und ja, das sind doch durchaus größere Städte mit so 10.000. Jetzt haben wir hier schon 17, 15.000 Einwohner. 20.000 hier fast. 11. Ja. Wir müssen die öffentliche Ordnung nur hochhalten, das ist so unsere Herausforderung. Aber unser Feldzug gegen die Makedonen, unsere einzigen Verbündeten, die uns verraten haben, unser Rachefeldzug bis zu ihrer völligen Vernichtung, der wird weitergehen in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like da und schreibt einen Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Valite, euer Gaius Julius Caesar.